danke und schön, dass du da bist, Frank. Danke. Gerne. Guten Morgen. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid in einer so wunderbaren Location. Wann ist man schon mal in einem Gewächshaus? Hoffentlich wächst ihr ordentlich. Denkt dran, dass ihr auch ein paar Wurzeln aussprießen lassen müsst. Sonst ist das nicht so mit dem Wachsen. Wo haben wir unsere Wurzeln? Bei den Eltern. Habt ihr eure Eltern mitgebracht? Sehr gut. Brav. An apple a day keeps the doctor away. Was machen dann zwei Äpfel? Halten die ein Krankenhaus weg oder auch noch den Zahnarzt? Ich habe Humanmedizin studiert, habe eine Approbation als Arzt. Während dieser Zeit habe ich eine Ausbildung gemacht als Heilpraktiker, bin also auch Heilpraktiker geworden. Und aus lauter Langeweile habe ich ein bisschen weiter studiert und habe noch Zahnmedizin studiert, bin also auch noch approbierter Zahnarzt. Hätte ich mir alles sparen können, ne, wenn ich nur jeden Tag einen Apfel esse, oder? Das Spannende daran ist, irgendwann habe ich einmal zu mir gesagt, du brauchst kein Arginin, du brauchst kein OPC und du brauchst auch keine Entsäuerung. Stimmt, braucht eigentlich ein jeder überhaupt nicht. Wenn er wieder so leben würde wie ein Affe. Ihr habt da ja was drüber gehört, wie das ist so mit Herkunft und Affe und so weiter. Wenn ihr also wieder anfangt, die Blätter zu essen, dann braucht ihr natürlich auch keine Gegenmaßnahmen machen der sogenannten Zivilisation, unter der so manche Menschen leiden. Leidet da jemand drunter? Hat jemand eine Zivilisationskrankheit? Die in der letzten Reihe, gut, also damit die nicht umkippen hinten, dann haben sie, können sie sich festhalten. Die anderen sind alle gesund, nehme ich mal an, richtig? Gut, dann ist mein Vortrag jetzt zu Ende. Eine spannende Sache, unseren Körper einmal zu betrachten. Wenn man anfängt, auf die Welt zu kommen, dann hat das schon vielleicht als Folge, dass man einige Probleme mitgenommen hat. Und diese Probleme mögen sein, dass ihr durch eure Mutter im Mutterleib ein paar Dinge abbekommen habt. Wenn eure Mutter zum Beispiel im Mundraum lauter Amalgamfüllungen hatte, dann hat sie durch Kauprozesse dieses Amalgam sicherlich ein bisschen abgerieben, runtergeschluckt und das Runterschlucken dieses Amalgams führt dazu, dass es im Körper aufgenommen wird. Wenn es dann aufgenommen wird im Körper, kann es über die Blutbahn und dann durchaus über die Plazentaschranke in euch eingedrungen sein. Möglich ist das. Also habt ihr vielleicht, wenn die Mutter Amalgamfüllungen hatte, habt ihr vielleicht jetzt auch schon Amalgam im Körper. Das ist gut, ne? Wenn das der Fall ist, solltet ihr mal Gedanken euch machen, das loszuwerden und nicht noch mehr reinzustopfen. Es kann ja sein, dass ihr dann im Mundbereich nochmal Amalgam rein habt. Gut, also vor der Geburt kann das schon sein, dass euer Körper ein bisschen in Disbalance geraten sein mag. Wenn dem nicht so ist, könnt ihr danach, als ihr auf die Welt gekommen seid, das erreicht haben. Hat jemand schon einmal aus Plastikflaschen getrunken? Na gut. Hat jemand schon mal in einem Autoreifen gerochen? So in dieser Autoreifenwerkstatt da so ein bisschen diesen Gummigeruch wahrgenommen. Das sind Weichmacher im Autoreifen. So was Ähnliches gibt es bei Plastikflaschen. Das wäre quasi, als wenn ihr aus einem Autogummireifen trinken würdet. Macht ihr auch regelmäßig. Ja? Macht ruhig weiter so. Das Spannende ist eigentlich, also wir müssen ja nur mal ein bisschen logisch nachdenken, was wir eigentlich so machen in unserem Leben. Wir bewegen uns ja alle viel zu wenig. Und unser Kreislaufsystem braucht aber die Bewegung. Und es ist gar nicht mal so, damit unser Herz schön schlagen kann und das Blut durch die Gegend transportiert wird, sondern es ist auch, damit unsere Lymphe sich bewegen kann. Das ist ein zweites Schlauchsystem in unserem Körper und die Lymphe bringt aus den Geweben, aus den Organen Schlackestoffe zurück wieder in die Blutbahn, wo diese Stoffe dann über Milz und Leber abgebaut und gereinigt werden können. Wenn wir uns einfach hier sitzend aufhalten den ganzen Tag, dann ist nicht viel mit Lymphbewegung. Denkt also dran, wenn es Pause gibt, schön einmal hier um das Gewächshaus rumlaufen, um dann hier euch wieder hinzusetzen, damit die Lymphe in Wallung geraten ist. Ganz wichtig. Welche Probleme haben wir Menschen? Eines, woran viele Menschen sterben, also 45% ungefähr aller Menschen in der westlichen Welt sterben an Herz-Kreislauf-Versagen. Das wäre ungefähr so diese Seite hier. Ihr könnt auch sterben, keine Sorge, nicht? Also das ist jetzt nicht, dass ihr ewiges Leben habt. Und ihr könnt euch noch umsetzen, ist auch klar. Von der Statistik her sieht das so aus. Wenn ich also das Risiko eines Herzinfarktes habe,
dann müsste ich mir überlegen, welche Gegenmaßnahmen könnte ich ergreifen. Wann habe ich ein Risiko für einen Herzinfarkt, wenn in meiner Familie so etwas aufgetreten ist? Nun nicht der ganz entfernteste Onkel, sondern möglichst in direkter Linie über euch, Vater oder Mutter oder Großeltern, wenn die einen Herzinfarkt hatten, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr dafür anfällig seid. Es geht auch genetisch. Es gibt 24 Herzinfarkt-Gene. Das Spannende daran ist, wenn ihr sie alle habt, weil ihr so schöne Gene geerbt habt, dann ist das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, nur bei 40%. Also muss es noch irgendwas anderes geben, um einen Herzinfarkt zu kriegen. Das gibt es, das ist der Ehepartner. Studien haben herausgefunden, wer des Nachts neben einer Eisenbahnlinie oder neben einem Flugplatz oder neben einer Autobahn wohnt, der wird logischerweise nachts durch die Geräusche ab und zu mal wachgerüttelt. Nun ist derjenige das schon so gewohnt, dass er nicht richtig wach wird, sondern nur so halbwach. Und so halbwach ist für den Körper, ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal in einem dunklen Wald ganz alleine geschlafen? Auch wieder da hinten so die Leute. Da hinten sind so die, okay. Wenn ihr das gemacht habt, dann ist das Spannende, wenn ihr ganz alleine im Wald seid, dann hört ihr jedes Geräusch. Der knackt irgend so ein kleiner Zweig und ihr denkt, da kommt so ein Grizzlybär und er will euch futtern. Und ihr seid hellwach. In einer solchen Schlafsituation in einem Wald, wo kleine Geräusche ringsrum sind, ist der Körper in Hab-Acht-Stellung und möchte sofort aufstehen, flüchten oder kämpfen. Mit anderen Worten, jedes Geräusch im Wald führt dazu, dass in euch eine Fluchtreaktion erzeugt wird oder eine Kampfreaktion. Wie sieht es zu Hause aus? Im heimischen Bett, Eisenbahn fährt vorbei, ist so ähnlich wie der Grizzlybär. Wir wissen ja nicht, ob sie durchs Schlafzimmer fährt, die Eisenbahn. Also ist der Körper schon mal ein bisschen in Wallung gebracht. Das heißt, das Herz schlägt schneller, der Sympathikus schraubt sich hoch und damit könnte die Muskulatur jetzt angespannt sein, damit ihr gleich aus dem Bett raushüpfen könnt, um abzuhauen. Gut, das ist mit dem Zug so, mit dem Auto, mit dem Flugzeug ist es auch so. Es ist aber auch so mit dem schnarchenden Ehepartner. Studien haben dummerweise herausgefunden, dass schnarchende Männer, es gibt auch Frauen, die schnarchen, dass schnarchende Männer es gut haben, wenn neben ihnen eine Frau liegt. Das ist erwiesen, dass es dem Mann dann besser geht, der Frau leider nicht. Die könnte einen Herzinfarkt kriegen, weil das andauernd so ein Störgeräusch ist des Nachts. Der Mann, wenn der durch sein Schnarchen aufwacht, guckt zur Seite, sieht die Frau und sagt, ach ja, ist alles gut, die kann mich ja wiederbeleben, wenn ich denn hier irgendwie kurz den Löffel abgebe. Also ist doch irgendwas, müssen wir uns nochmal Gedanken machen, wie bekommen wir das denn hin, dass wir möglichst A, nicht schnarchen. Da gibt es eine Chance für, falls euch das interessiert, ist nicht das Thema heute, interessiert das jemand? Interessiert keinen, gut. Dann, doch, der eine nickt. Na gut, dann müssen die anderen mit. Es ist ein Eiweißproblem. Dieses Eiweiß ist am Gaumensegel. Das sind die Bindegewebsfasern, die da so locker sind. Das ist wie bei der Frau Zellulite. Das ist beim Mann das Gaumensegel. Beim Mann das wackelt auch so. Und wenn das der Fall ist, dann machen die Luftgeräusche dort Geräusche. Und das nennt man Schnarchen. Wir brauchen also eine Verfestigung des Bindegewebes. Um das hinzukriegen, brauchen wir die Strukturen, die das Eiweiß zusammenkleben lassen. Und das, was Eiweiß zusammenklebt, ist Schwefel, eine Schwefelverbindung. Also wäre es schlau, wenn ihr also diejenigen, die schnarchen, etwas mehr Schwefel einnehmt. Das könnt ihr in niedriger Dosierung mit dem Originalschwefel machen. Große Mengen sind ja auch immer mal giftig. So wie Wasser, 30 Liter Wasser könnt ihr euch auch mal vergiften mit. Hast du schon mit ihm gemacht? Nee, ach, der ist nicht hier. Gut. Wenn ihr also Schwefel nehmt, MSM wäre eine Idee, dann habt ihr eine Möglichkeit, beim Schnarchen was zu machen. Nicht hoffen, dass es am nächsten Tag weg ist, denn das ist ja auch über 30 Jahre gekommen. Ein bisschen Geduld haben und wartet mal ab. Gut, anderes Thema. Wenn ihr am Herzen ein Problem habt, kann das daran liegen, dass eure Blutgefäße ein bisschen verengt sind. 90% aller Menschen in der westlichen Welt haben eine sogenannte essentielle Hypertonie. Gibt es Ärzte hier? Gibt es Heilpraktiker hier? Oh Gott. Gibt es Leute, die mal einen Arzt gesehen haben? Auch so ein paar. Gut. Die essentielle Hypertonie heißt übersetzt, essentiell heißt, ich weiß es nicht. Und Bluthochdruck heißt Hypertonie, nicht? Also ich weiß nicht, warum du Patient einen Bluthochdruck hast.
Und das sind 90% aller Menschen, die das haben. Ich weiß nicht, warum ich einen Bluthochdruck habe. Und das ist doch spannend. Wenn man da mal ein bisschen genauer hinterschaut, dann ist der meiste Fall von diesen 90% bedingt durch eine Gefäßverengung. Und die Gefäßverengung kann durch zwei Dinge verursacht werden. Entweder durch eine Muskelanspannung, sodass das Gefäß sich zusammenzieht, da ist eine Ringmuskulatur drin, oder durch Ablagerungen auf der Innenseite. Oder durch eine Kombination aus beidem. Die Ablagerung nennen wir Arteriosklerose. Arteriosklerose kann entstehen durch das falsche Cholesterin. Und das wäre oxidiertes Cholesterin, das sich da ablagert. Arteriosklerose kann aber auch entstehen durch leichte Verletzungen an der Gefäßwand, sodass die Ablagerung das zuklebt, wie ein Pflaster von innen. Je mehr Verletzungen ich habe, desto mehr wird zugeklebt. Wenn ich einen hohen Blutdruck habe, reißt der hohe Blutdruck die Wände auseinander und wenn dort so eine Reparaturstelle ist, reißt die wieder auf. Also ein hoher Blutdruck macht also noch mehr Verletzungen. Darum ist es sinnvoll, den Blutdruck zu senken, damit die Gefäßverletzungen nicht so dramatisch werden und damit die Ablagerungen nicht so dramatisch werden. Nachvollziehbar? Gut. Jetzt gibt es aber die zweite Möglichkeit, nämlich wie kann ich dieses Gefäß öffnen? Wie kann ich die Muskeln dazu bringen, ein bisschen lockerer das Ganze zu betrachten? Ganz einfach. Relaxen. Habt ihr das schon gemacht? Relaxen. Ich kann mir ja Stress denken und dann macht meine Pumpe natürlich auch einen hohen Druck. Oder ich entspanne einfach mal eine Runde. Gut, wenn das nicht klappt bei euch, dann gibt es eine andere Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, einen Stoff zu nehmen, den ich im Studium kennengelernt habe. Und dieser Stoff hieß EDRF. Und der macht die Gefäße weit. EDRF steht in den Lehrbüchern der alten Medizinbücher drin, heißt Endothelium Derived Relaxing Factor. Auf Schweizerisch Blutgefäßerweiterungsfaktor. Diese Erweiterung der Blutgefäße durch diesen Stoff EDRF ist ja eine schöne Sache. Das Dumme ist nur, damals wusste keiner, was das für ein Stoff war. Wir Mediziner haben diesen Namen gelernt, aber wir kannten den Stoff nicht. Es gab den nicht als Tablette, es gab den nicht als Naturform. Keiner wusste, was das ist. Weil man den nicht gefunden hat. Man wusste, es gab einen, aber wusste nicht, wer das ist. Dann haben drei US-Amerikaner sich Gedanken gemacht und die haben ein bisschen geforscht. Und sie haben einen Stoff herausgefunden. Dummerweise haben sie festgestellt, dass dieser Stoff gasförmig ist. Er ist flüchtig. Und deswegen konnten sie damals das nicht messen, weil EDRF, die haben also ein Gefäß auseinandergenommen und dann die Stoffe analysiert, die da drin waren und die Gase sind verpufft. So, und die anderen Forscher haben eine Glocke drauf gemacht und die Gase analysiert und festgestellt, EDRF ist ein Gas. Und dieses Gas ist eigentlich ganz simpel. Es besteht aus zwei Elementen, aus dem Element N und aus dem Element O. Das heißt NO. NO. Stickstoffmonoxid. Habt ihr auch aus alten Autos, aus den Abgasen. Also schmeißt eure Katalysatoren weg, fahrt schön Autos ohne Katalysator, wo Stickstoffmonoxid rauskommt, wohnt möglichst an der Autobahn, wo die Autos das schön rausdünsten und dann könnt ihr das Stickstoffmonoxid aufnehmen mit der Folge, dass die Blutgefäße weitgestellt werden würden. Wenn ihr zu viel Abgase habt, dann seid ihr eine gut durchblutete Leiche. Das sieht gut aus, besser als die blassen Leichen. Ist natürlich gefährlich, also Abgase, ganz klar. Und im chemischen Zubehörhandel, vielleicht könnt ihr so eine Flasche kaufen, Stickstoffmonoxid, und inhaliert das schön brav. Denkt dran, auch noch ein paar Sauerstoffmoleküle einzuatmen, das ist auch wichtig. O2 gehört dazu, weil nur Stickstoffmonoxid kann es auch nicht von leben. Die Folge ist dann, dass die Gefäße weitgestellt werden. Warum? Stickstoffmonoxid relaxiert den Gefäßtonus in der Gefäßmuskulatur. Und dann werden die weitgestellt. Wenn alle engen Gefäße zu einem hohen Blutdruck führen, was würden dann weitgestellte Gefäße mit uns machen? Kein hohen Druck, sondern ein. Könnte sein, dass der Druck sinkt, oder? Wenn dem so wäre, wenn alle Gefäße, die vorher mal eng waren, sich weitstellen ließen, dann wäre das ja möglich, dass man den Druck dort senken kann. Es gibt eine Krankheit bei Männern, da funktioniert ein bestimmtes Körperteil nicht, was Frauen nicht haben. Diese Störung kann kompensiert werden durch Stickstoffmonoxid. Und es gibt ein Medikament, das Stickstoffmonoxid aus dem Medikament heraus freisetzt und das hat so eine blaue Farbe. Wer kennt das denn von euch? Warum kennt ihr das denn? Ist ja spannend. Aber es hilft. Ne? Also dem Mann verhilft es zu mehr Mann sein. Und der Frau verhilft es, sich fraulich zu fühlen dann.
also irgendwie so. Ich habe 4 Kinder, ich kenne da ein bisschen was von. Wenn ihr also aber den ganzen Körper nochmal betrachtet, es ist ja nicht nur ein Körperteil, wenn der ganze Körper unter einem Hochdruckproblem leidet, welches durch Gefäßspasmus verursacht ist, wäre es doch schön, wenn wir es regelmäßig und gleichmäßig weitstellen könnten, die Blutgefäße. Wir können natürlich den Druck des Herzens reduzieren. Wir können dem Herzen sagen, du musst nicht so stark drücken. Dann sind die verengten Blutgefäße so, dass auch da nicht so viel Druck durchkommt, weil natürlich das Herz nicht so stark pumpt. Aber besser wäre es vielleicht auch, die Gefäße weitzustellen. Und die Gefäße weitzustellen geht durch Stickstoffmonoxid. Nun ist es ein bisschen kompliziert, immer eine Gasflasche mitzunehmen. Woher bekommen wir denn Stickstoffmonoxid? Und so haben die 3 US-amerikanischen Forscher nachgeforscht und haben geschaut, wo haben wir denn Sauerstoff? Sauerstoff ist im Blut, über unsere Atmung haben wir, ganz klar. Aber woher haben wir Stickstoff? In Zucker gibt es keinen Stickstoff. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff. In Fett gibt es keinen Stickstoff. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff. Wo gibt es dann Stickstoff? Im Eiweiß. Aha, schauen wir uns mal Eiweiß an. Woraus ist Eiweiß zusammengesetzt? Eiweiß besteht so aus kleinen Lego-Bausteinen. Und je nachdem, wie die zusammengesetzt sind, entsteht ein anderes Eiweißmolekül. Und die kleinen Bausteine, diese kleinen Lego-Steinchen, die heißen beim Eiweiß Aminosäuren. Das sind gute Säuren. Und die werden zusammengeklebt und erzeugen ein großes Molekül, das wir Eiweiß nennen. Und von diesen 20 Aminosäuren gibt es einige, die Stickstoff enthalten. Und eine ist in diesem Falle sehr, sehr wertvoll, weil sie sehr gut Stickstoff bereitstellt für die Verbindung mit Sauerstoff. Und diese Aminosäure heißt L-Arginin. Es gibt auch R- oder D-Arginin. L-Arginin gibt es. Und das hat mit der Drehung zu tun, ne? Links gedreht oder rechts gedreht. Korrekte Schreibweise ist L-Arginin. Ich habe das erste populärwissenschaftliche Buch, so sagt man mir jedenfalls nach, in Europa über L-Arginin geschrieben. Da aber die Bücher alphabetisch aufgelistet werden und L recht weit hinten steht, habe ich mir gedacht, du lässt das L einfach weg und jetzt steht Arginin ganz vorne. So simpel ist das. Ganz da hinten seht ihr das Cover meines Buches, wo ich im Eis bade, um ein bisschen zu zeigen, wie die Durchblutung besser ist. Esst da mal Frühstück, Früchte der Saison da im Eis, natürlich frisch gepflückt. Und das Buch heißt Arginin, der natürliche Kraftstoff für Blut, Kreislauf und Gesundheit. Mit L-Arginin hättet ihr also eine Möglichkeit, die Gefäße weitzustellen. Wenn ihr von eurem Arzt einen Blutdrucksenker verschrieben bekommen habt, solltet ihr bitte mit dem Arzt das absprechen. Und ich sage, ach Mensch, da hat der Frank jetzt erzählt, ich soll da mal L-Arginin nehmen oder so. Habe ich nicht erzählt, ihr sollt es nicht nehmen, ihr sollt es absprechen. Und ich nehme das dann mal und dann passiert Folgendes. Der Blutdrucksenker senkt die Kraft des Herzens. L-Arginin macht die Gefäße weiter und jetzt wird der Druck durch die Gefäßweitstellung gesenkt und durch den Blutdrucksenker. Und dann ist euer Druck im Keller und ihr dann auch. Dann kippt ihr um. Ne? Bei der Gartenarbeit wird euch schwarz vor Augen, weil der Druck nicht ausreicht und für euer Gehirn. Und dann kippt ihr um und liegt plötzlich da und dann dauert es nicht lange und ihr könnt dann die Radieschen auch von unten betrachten. Seid ja schon mal dicht dran. Eine Absprache mit eurem Arzt ist ganz wichtig und der entscheidet, ob ihr den Blutdrucksenker weiternehmen sollt oder ob ihr natürlich L-Arginin nehmen könnt, wenn ihr mögt. So, am Herz-Kreislauf-System habe ich also eine Eingriffmöglichkeit durch einen Stoff, der recht natürlich ist. L-Arginin kommt in jedem Eiweiß vor. Wir haben das in allen Ecken und Kanten unseres Körpers. Überall, wo Eiweiß ist, haben wir auch Arginin. Arginin kommt bis zu 8% im Eiweißanteil in folgenden Strukturen des Körpers vor. Erstens in den Haaren. Also liebe Männer, wenn ihr so Probleme habt mit eurer Männlichkeit, dann könnt ihr ein paar Haare von eurer Frau knabbern. Oder sie macht das so mit in die Suppe rein oder so. Und dann habt ihr Arginin dadurch. Eine andere gute Quelle für Arginin sind Nägel, Finger- und Fußnägel. Also nächstes Mal nicht wegschmeißen. Komm, auch in die Kaffeemühle machen. Oder so. Dann auch eine gute Idee ist Hornhaut. Hornhaut. Also, liebe Frauen, wenn ihr nächstes Mal wieder bei der Pediküre seid und euer Mann unter einer erektilen Dysfunktion leidet, aufbewahren, unterrühren, merkt er nicht und er hat Arginin. Das wäre die günstigste Variante. Die schönste Variante wäre natürlich, wenn der Mann gleich am Fuß knabbert. So viel dazu. So. Ihr wisst jetzt also, was ihr machen könnt, um euer Herz-Kreislauf-System ein bisschen in Fahrt zu bringen, ein bisschen in Wallung zu bringen. Näheres dazu steht in meinen Büchern. Wenn ihr
einmal das nächste Problem euch betrachtet. Und das nächste Problem, finde ich zumindest, das in der westlichen Welt sehr verbreitet ist. Ich habe es in meiner Praxis, ich hatte in Hamburg 9 Jahre lang eine Privatzahnarzt- und eine Privatarztpraxis, beides zusammen in Kombination, ganzheitlich den Menschen angeschaut. Und wenn ich die Messung durchgeführt habe, dann habe ich festgestellt bei 90% meiner Patienten, dass die übersäuert sind. 95% meiner Patienten hatten einen Vitamin-D-Mangel. Klar, wir da oben im hohen Norden in Hamburg, das ist weit weg, ist nicht so viel Sonne wie in der schönen Schweiz. Also bei euch ist das natürlich nicht so dramatisch. Aber mit der Übersäuerung weiß ich nicht, das ist so ein Hauptthema. Die Übersäuerung gibt es schulmedizinisch nicht. Wenn wir Ärzte von Übersäuerung sprechen, meinen wir die Übersäuerung des Blutes. Und wenn die Blutübersäuerung da ist, haben wir schon einen Notfall. Das Blut versucht, seinen pH-Wert immer konstant zu halten. Wenn der in den sauren Bereich hineinrutscht, dann haben wir einen behandlungsbedürftigen Notfall. Durch eine Ketoazidose oder durch etwas anderes. Demzufolge rede ich nicht von einer Blutübersäuerung. Ich meine überschüssige Säuren, die sich im Gewebe angesammelt haben. Die kannst du schlecht messen, nicht? Ich muss ein bisschen Gewebeproben entnehmen oder sowas. Lassen die wenigsten von mit sich machen, ne? Ein bisschen Gehirn rausnehmen, gucken, ob da Übersäuerung. Na gut. Aber ihr habt ja die Chance, das genau zu wissen. Wenn ihr aber die Symptome einmal betrachtet einer Übersäuerung, dann kann man feststellen, dass sämtliche Zivilisationskrankheiten mit einem Überschuss an Säuren im Gewebe vergesellschaftet sind. Auch das ist strittig, ne? Diese Aussage, die ich jetzt gerade mache, ist strittig bei den Schulmedizinern. Trotzdem bin ich der Meinung, wenn man das einmal ändern würde, müssten sich doch auch die Symptome ändern. Und dadurch kann man sehen, dass es einen Effekt gibt. Wenn ich also gegen die Übersäuerung etwas mache und meine Symptome verbessern sich, scheint das doch miteinander zu tun zu haben. Was sind für Symptome in Zusammenhang mit einer Übersäuerung zu sehen? Wenn ihr ein Stück Fleisch esst, landet das erstmal im Magen. Dort im Magen gibt es Magensäure. Die hat einen pH-Wert von 1. Das Ding ist richtig sauer. Habt ihr das manchmal so geschmeckt schon in eurem Leben so? Wenn die Magensäure so eure Geschmacksnerven wieder erreicht hat? Habt ihr es mal wieder euch das durch den Kopf gehen lassen, nochmal das Essen? Gut. Dann, wenn dem so war, dann merkt ihr, wisst ihr, was Säure ist? Das habt ihr noch im Geschmackserinnerungszentrum gespeichert. Die Säure im Magen macht mit dem Fleisch, mit dem Eiweiß was? Sie löst es auf. Die Säure zersetzt die Eiweißfasern, schneidet sie quasi durch und daraus entstehen kleinere Brocken, die wir dann besser verdauen können. Die Säure im Magen macht nichts mit dem Zucker, den ihr esst. Der flutscht da so durch. Sie macht auch nichts mit dem Fett. Flutscht da so durch. Sie macht etwas mit dem Eiweiß. So ist es bei der Verdauung. Wie sieht das jetzt aus im Gewebe? Unser ganzer Körper, alle Faszien, alles Bindegewebe, alle Kollagenfasern, Knorpel, ist alles Eiweiß, Muskeln. Und wenn wir das einmal betrachten und überlegen, dass dort eine Säure-Einflussnahme stattfinden könnte, dann wäre es doch so, dass an dieser Stelle die Eiweißfasern sich lockern könnten. Und das geht auch beim Bindegewebe unter der Haut. Das Bindegewebe ist sehr eng und sehr fest, so wie ein Fliegengitter am Fenster, da kannst du nicht durchgucken. Jetzt lösen sich diese Fliegengitterfasern quasi auf und ihr kennt so uralte Fliegengitter an einem Fenster, wo so lauter Löcher drin sind, die nicht mehr zusammenhalten. Das Ding sieht irgendwann fast aus wie ein Fischernetz, hat so ganz grobe Löcher drin und nur so ein paar Fasern, die zusammenhalten. Und jetzt stellt euch vor, dass dieses Bindegewebe darunterliegendes subkutanes Fettgewebe festhält. Wenn das Bindegewebe eng ist, hält es das sehr gut fest. Wenn es aber nur ein Fischernetz ist, dann drängelt sich dieses Fettgewebe von unten durch die Lücken hindurch. Und dann wölbt es an der Stelle die Haut nach oben. Und an den Fischernetzknotenstellen ist die Haut eingekerbt, eingeschnürt. Und dieses Krankheitsbild heißt Zellulite. Zellulite entsteht auf die Art und Weise durch ein Bindegewebsschwächeproblem. Das kann bedingt sein durch eine erworbene Bindegewebssynthesestörung, kann aber natürlich auch entstehen durch eine Übersäuerung im Gewebe. Das gleiche in den Gelenken, dann löst sich Knorpel auf, dann haben wir Arthrose. Das gleiche am Bauchbereich, dann löst sich dort ein bisschen Bindegewebe aus, dann haben wir einen Nabelbruch. Das gleiche in der Leiste, dann haben wir einen Leistenbruch, das am Zwerchfell, dann haben wir einen Zwerchfellbruch. Wenn das an den Blutgefäßen geschieht, an den großen Arterien, dann gibt es dort eine bindegewebige Aussackung des Gefäßes, das heißt Aneurysma. Wenn das gleiche an den Venen passiert, dann beulen die sich aus, das heißt dann Varikose oder Krampfadern. Wenn das gleiche im Darm passiert, dann nennen wir das Divertikel, diese Aussackung, die dort entstehen.
Und ihr seht auf die Art und Weise, dass so Bindegewebslockerungsgeschichten viele Sachen auslösen können. Bis hin zu Herzrhythmusstörungen, bis hin zu Müdigkeit und Problemen mit dem allgemeinen Bindegewebe, mit der Haut. Und auf die Art und Weise habt ihr einige Symptome. Zivilisationskrankheiten. Auch Entzündungen spielen dort eine Rolle, die immer mit einer Übersäuerung im Gewebe einhergehen. Ja, was mache ich denn da jetzt, wenn ich nun denken könnte, dass ich übersäuert bin? Ganz einfach. Ihr legt euch für 12 Stunden in eine Badewanne mit basischem Salz. Besorgt euch eine große Badewanne, dass ihr da zu zweit reingehen könnt. Dann ist es lustiger in den 12 Stunden. Und über eure 2 Quadratmeter große Haut könnt ihr sehr, sehr schön entsäuern. Die Haut schmeißt Säure raus und die wird dann im basischen Wasser neutralisiert und dann kann neue Säure rauskommen. Das braucht ein bisschen an Zeit, darum diese 12 Stunden. Wenn ihr das regelmäßig wenigstens 2 Stunden mal macht, ist ja auch gut. Dann habt ihr über eure dritte Niere, wie man zu der Haut ja auch sagt, eine wunderschöne Reinigungsmöglichkeit eurer Übersäuerung. Es bringt euch aber nichts, wenn ihr permanent weiter übersäuert. Dann müsst ihr jeden Tag 12 Stunden in der Badewanne liegen. Auch mal nett. Aber wenn ihr permanent übersäuert, müssen wir uns ja die Frage stellen, woher kommt das mit der Übersäuerung? Antwort: Die Übersäuerung, die ihr so habt, könnt ihr euch anessen. Es gibt Nahrungsmittel, die enthalten korrekterweise Säure. Dazu gehören Fleischprodukte, dazu gehören Softdrinks, die Kohlensäure enthalten, aber es gibt auch ein Softgetränk, das enthält Phosphorsäure, so ein schwarzes, das kann man dann auch trinken und dann bekommt man Säure direkt in seinen Körper hinein. Ich habe auch die Möglichkeit, Säure in meinem Körper zu synthetisieren. Um das hinzukriegen, muss ich einfach etwas nehmen an Nahrung, das in meinem Körper in Säure umgewandelt wird. Und das ist Zucker. Habt ihr schon mal Zucker eingenommen? Also könnte es sein, dass das in Säure umgewandelt wird. Dann alle Menschen, die chronische Entzündungen im Körper haben. Chronische Entzündungen setzen immer Säuren frei. Also ist da prinzipiell der Körper auch mit übersäuert bei chronischen Entzündungen. Übergewichtige Menschen haben auch immer Übersäuerung. Das Schöne daran ist, die Säure ist in den Fettzellen gespeichert. Also, liebe übergewichtige Leute, nehmt bitte nicht ab. Denn wenn ihr das wolltet, dann würden die Fettzellen sich öffnen und die Säure kommt raus. Dann habt ihr ein anderes Problem und dann macht das Abnehmen keinen Spaß mehr. Aber es gibt andere Tipps, die ich euch geben kann, wenn ihr abnehmen wollt. Das ist ein anderes Thema dann, nicht? Aber bitte nicht einfach mal so machen. Dann ist die Möglichkeit, Säure aufzunehmen durch eine falsche Darmbakterienzusammensetzung. Wenn euer Mikrobiom dort nicht richtig arbeitet, dann habt ihr dort ein großes Problem in der Säureproduktion, weil dann plötzlich Bakterien Säuren herstellen. Das können aber auch Pilze im Darm machen. Also der Darm spielt so eine zentrale Rolle, was das Thema anbelangt. Übrigens auch beim Übergewicht. So, dann gibt es aber noch eine große Quelle, wie ich übersäuern kann. Und das ist zu exzessiver Sport. Also wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich wohne hier 42,15 Kilometer entfernt, ich laufe jetzt nachher nach der Veranstaltung nach Hause. So schnell es geht. Hab das zwar nie trainiert, aber ist ja so eine Art Marathon dann. Und wenn ich dann zu Hause angekommen bin, bin ich entweder tot, wie der allererste Marathonläufer, oder übersäuert. Eins von beiden. Deswegen brav trainieren, wenn ihr solch eine Aktion vor euch habt. Also zu viel Sport kann auch übersäuern. Zu viel falscher Sport, untrainierter Sport, das kann ebenfalls den Körper übersäuern. Moderat ist das Richtige. So, da habe ich noch eine andere riesengroße Quelle zu übersäuern und das ist euer Oberstübchen. Habt ihr, habt ihr alle. Und da oben drin gibt es Gedanken. Gedanken sind ja eigentlich nichts anderes als Energie und diese Energiegedanken können nett sein oder weniger nett. Und wenn sie weniger nett sind, dann könnte man anschließend sagen, auf den oder die bin ich sauer. Also der Volksmund weiß das ja schon, nicht? Und der andere Begriff, ich kann Säure mit Lauge wegmachen. Auf der anderen Seite sagen wir, ich fühle mich wie ausgelaugt. Also kann ich meine Säure nicht mehr bekämpfen, weil meine Lauge weg ist. Also ihr seht, ich bin sauer oder das drückt eigentlich aus, was da los ist. Aber was passiert da? Das gleiche im Prinzip, nachts, Partner schnarcht,
Flugzeug fliegt, Eisenbahn düst am Haus vorbei, also alles auf einmal. Und ihr seid da immer aufgeschreckt, jedes Mal nachts. Nächsten Tag seid ihr wie gerädert, aber die ganze Nacht durch, weil es regelmäßig geschieht, habt ihr eine Anspannung in eurem Körper. Und diese Anspannung führt zu einer Muskelanspannung. Muskeln produzieren Milchsäure. Und wenn ihr dann nicht aufsteht und durch die Gegend lauft, eure Lymphe bewegt und die Milchsäure abtransportiert, bleibt sie erstmal im Muskel. Sie wird nicht gebraucht. Und auf die Art und Weise wird euer Gewebe sogar nachts übersäuert. Und wenn ich den ganzen Tag so Gedanken habe, oh Mensch, und das ist nicht so gut und mein Job und mein Chef und mein Partner und meine Kinder und alle blöd, wenn das so eure Gedanken sind, dann übersäuert euer Körper alleine durch die Gedanken. Und darum wäre es sinnvoll, wenn man diese Gedanken mal löscht. Und der Hauptmotor für diese Gedanken sind Störprogramme oder Glaubenssätze, die wir alle mit uns herumtragen. Solche Glaubenssätze sind so, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich darf das nicht, ich bin dafür nicht geeignet, ich muss immer sauber sein, ich muss immer ordentlich sein, ich muss immer für alle da sein, ich darf nur funktionieren. Das sind so Glaubenssätze, die nicht stimmen. Die kann man beseitigen und muss man auch beseitigen, weil anschließend sonst der Körper drunter leidet. Also achtet mal drauf, wenn ihr so irgendeinen kleinen Glaubenssatz habt, der euch beeinträchtigt, sollte mal da die Stellschraube angedreht werden in die richtige Position. Entsäuern kann ich aber auch durch Natron. Ich kann wunderbar Natron einnehmen. Problem dabei ist, es gibt Menschen, die machen das regelmäßig. Ne? Wasserglas, schütten da Natron rein, trinken das. Und dann wird das ganze Verdauungssystem ein bisschen durcheinander gebracht. Denn da müssen mal saure Stellen drin sein, basische wieder sauer. Also im Darm muss das Ganze ein bisschen ja, in der Reihenfolge so sein, wie es ist. Und durch Natron trinken irritiert ihr das. Das könnt ihr mal eine Woche machen. Aber einige machen das jahrelang und das ist dann nicht mehr so gut. Dann lieber Natronbäder in der Badewanne das machen, Natronfußbäder. Das sind gute Möglichkeiten, um das denn hinzubekommen. Ich kann aber auch noch auf eine ganz andere Art und Weise entsäuern. Und das ist ganz simpel, indem ich ebenfalls mit einem Nobelpreis-Hintergrund das Arginin, die drei Wissenschaftler haben 1998 den Nobelpreis bekommen für die Erkenntnis, dass Arginin in Stickstoffmonoxid umgewandelt wird und dann die Gefäße weit macht. Und wo ich jetzt von rede, da hat Professor Willstätter 1915 den Nobelpreis für bekommen. Der hat das nämlich entdeckt, wie das Molekül aussieht. Hat festgestellt, das besteht aus 4 Porphyrinringen. In der Mitte ist ein Magnesium drin. Hat er sich gesagt, Mensch, da gibt es doch im menschlichen Körper sowas Ähnliches. 4 Porphyrinringe und in der Mitte aber ein Eisenatömchen und nicht Magnesium. Dieses mit dem Eisen in der Mitte kennen wir alle, wir haben es alle. Es fließt in unserem Blut, es macht und die Farbe des Blutes aus. Unsere rote Farbe wird durch diesen Stoff geprägt und dieser Stoff transportiert Sauerstoff. In der Mitte, wo das Eisen ist, wird Sauerstoff angedockt, zu den Organen gebracht. Ich rede vom Hämoglobin. Von dem Blutbestandteil, der am wichtigsten ist. Und dieser andere Stoff ist fast identisch aufgebaut, von dem ich gerade rede, wie das Hämoglobin, nur mit dem Magnesium in der Mitte anstatt von Eisen. Was ist das für ein Stoff? Dieser Stoff, von dem ich rede, heißt Chlorophyll. Der Farbstoff, der die Blätter grün macht. Und wir sind hier in einer Gärtnerei, ihr seht die wunderschönen grünen Blätter, überall alles voller Chlorophyll. Chlorophyll kann im Körper also umgewandelt werden in Hämoglobin. Und Hämoglobin hat die wunderbare Eigenschaft, als sogenannter Puffer zu fungieren und das bedeutet, dass Hämoglobin Säuren abpuffern kann. Hämoglobin macht also Säuren weg. Wenn ich also Chlorophyll nehme, daraus Hämoglobin entsteht, kann ich also Säuren abpuffern. Mit anderen Worten, wenn jemand übersäuert ist, sollte sein Teller mindestens zur Hälfte grünes Essen beinhalten. Und nicht nur beigefarben und braun, sondern die Hälfte grün. Ich weiß nicht, aber hier auch so ein Gericht ist Kartoffelsalat mit Würstchen. Kennt ihr sowas hier? Also gibt einen Berg Kartoffelsalat und dann liegen da so Wiener Würstchen daneben und oben so ein bisschen Petersilie drauf. Quizfrage, was ist das Gesündeste da in dem Essen? Auf die Art und Weise müsst ihr natürlich irgendwie am besten einen Haufen Petersilie machen oder noch ein paar andere Kräuter. Oben so ein kleines Kartoffelchen oben drauf und so eine abgeschnittene Scheibe von der Wurst. Das wäre adäquat, um zu entsäuern. Die andere Speise übersäuert euch über kurz oder lang. Also die Ernährung hat ganz, ganz viel mit der Übersäuerung zu tun. Und wir können da ganz stark dran steuern, wenn wir die Ernährung in Richtung Grün, in Richtung Chlorophyll umorientieren.
dann haben wir gute Möglichkeiten, dass wir präventiv verschiedene Krankheiten dadurch vorbeugen können. Wir haben gute Möglichkeiten, dass die Anfänge einiger Krankheiten vielleicht da schon rückgängig gemacht werden können. Bei schweren Krankheiten bitte ich euch nach wie vor, euren Arzt oder Apotheker aufzusuchen. So habe ich also für das Chlorophyll auch noch ein eigenes Buch geschrieben. Da seht ihr hinten einmal das Roll-up mit dem Chlorophyll. Und die kleinen Scheiben, die dort zu sehen sind, das sind diese roten Blutkörperchen, die Erythrozyten. Diese Erythrozyten habe ich jetzt einfach mal grün eingefärbt, um mal zu zeigen, wie es denn wäre, wenn wir statt Eisen Magnesium drin hätten. Dann hätten wir grünes Blut. So heißt auch dieses Buch, Chlorophyll, das grüne Blut. Und wir haben da drin dann grünes Blut und die Blätter wären alle rot. Und wir bräuchten uns nur in die Sonne legen und würden Photosynthese betreiben und dann wären wir wie so eine Pflanze, nicht? Das wäre auch gut. Dann können wir wachsen und so. Nein, ist schon ganz gut so, dass wir rotes Blut haben. Ein bisschen grün könnt euch aber nicht schaden, was eure Gesundheit anbelangt. So habt ihr jetzt also zwei Dinge schon mal gehört. Ihr habt also über Herz-Kreislauf gehört, was ihr Gutes dort machen könnt. Mehr Bewegung ist ganz klar. L-Arginin könnt ihr nehmen, mit eurem Arzt sprechen, ganz wichtig. Dann habt ihr gehört, was bei Übersäuerung zu machen ist. Lebensstil ändern. Die Stressoren aus eurem Leben beseitigen. Das kann auch mal der Partner sein. Und oder mal ein ernstes Gespräch führen. Das geht auch. So, und dann habt ihr die Möglichkeit, mit Hilfe von Chlorophyll euren Einfluss auf eure Gesundheit positiv zu nehmen. Das ist ganz wichtig, dass ihr da ein bisschen mehr grün denkt, was das Essen anbelangt. Kommen wir zum dritten Punkt und das ist auch ein ganz spannender Punkt. Der dritte Punkt ist, dass in unserem Körper sehr viele freie Radikale rumschwirren. Kennt ihr so freie Radikale? Freie Radikale sind die, die in Paris immer Autos anzünden. In Hamburg haben die es auch schon gemacht. Das sind freie Radikale, die laufen so frei rum. Und dann gibt es so Radikalfänger. Die Gendarmen, ne? Und die kommen dann an und fangen die Radikale. Und solche Radikalfänger sind sinnvoll und notwendig. Hat von euch jemand schon einmal vergessen, seine Butter in den Kühlschrank zu stellen? Und dieses halbe Pfund Butter da so stehen lassen auf dem Tisch oder irgendwo sowas. Das ist ja ganz, wenn man kann ja solche Experimente machen, das ist ja ganz schön. Ne? Da gab es ja mal einen, der hat das Penicillin entdeckt. Der hat ein paar Brotkrumen da liegen lassen und ein paar Pilze sind drauf gewachsen. Er hat festgestellt, dass seine Bakterienkultur nicht gewachsen ist. Und dann hat er gesagt, ja, der Pilz Penicillatum Notatum, da ist ein Stoff drin, der hemmt Bakterien. Also machen wir da Penicillin draus. Also wenn ihr mal vergessen habt, eure Butter in den Kühlschrank zu stellen, dann hat die ihre Farbe verändert. Diese Farbveränderung ist dann von gelb in Richtung so ein bisschen bräunlich gegangen. Und wenn es ganz richtig gegangen ist, euer Experiment, dann hat die auch noch angefangen zu riechen. Ranzige Butter riecht nämlich interessanterweise. Und dann müsst ihr euch vorstellen, so etwas Ähnliches gibt es bei euch im Blut. Es gibt ranziges Cholesterin. Und ranziges Cholesterin ist natürlich nicht so gut, ne? Klebt an den Gefäßwänden, macht irgendwelche Probleme bei euch. Und um das zu beseitigen, solltet ihr eigentlich nicht ranziges Cholesterin haben. Brauchen wir nur zu wissen, wie kriege ich Cholesterin ranzig, wie kriege ich die Butter ranzig? Ganz einfach durch Oxidationsprozesse. Also, um das zu verhindern, brauche ich Antioxidantien. Antioxidantien, ganz einfach. Und dann oxidiert etwas nicht mehr. Nur so Rostschutzfarbe beim Auto zum Beispiel, nicht? Das ist ein Antioxidant. Also auf die Butter Rostschutzfarbe schmieren, dann oxidiert die nicht mehr. Wir wissen aber auch von einem aufgeschnittenen Apfel, wenn wir den aufschneiden, auf der Innenseite, wenn wir es ein bisschen liegen lassen, verfärbt er sich auch und wird braun und oxidiert. Um das dort zu verhindern, können wir Zitronensaft da drauf streuen oder tropfen lassen. Und wenn das der Fall ist, dann sehen wir anschließend keine Oxidation mehr. Der Apfel sieht frisch aus. Zitronensaft enthält Vitamin C. Vitamin C ist ein Antioxidant. Damit haben wir schon mal etwas. In einem Apfel sind auch antioxidative Kräfte drin, aber es gibt die auch konzentrierte. Um den Tagesbedarf an antioxidativen Kräften zu decken, jetzt soll ich hier Klimmzüge machen, ey, das ist ja super. Ja, mach mal. Das ist ja schön. Oh, schön. Jetzt kann ich Vitamin D bilden. Ja, Vitamin D. Hey, du bist richtig. Also ich habe einen Platz an der Sonne. Danke dir. Antioxidantien von der Menge her, wenn ihr Antioxidantien, die ihr im Tagesbedarf braucht, um so antioxidative Prozesse in eurem Körper hinzubekommen, dann ist es so, dass ihr 15 Äpfel pro Tag brauchen würdet.
Wir hatten vorhin ja nur übereingesprochen. Also 15 Apple a day. Gut, ist ja auch mal nett. Aber wer macht das schon? Ne? Wer isst 15 Äpfel pro Tag? Also brauchen wir irgendwie die antioxidative Kraft ein bisschen geballter. Noch besser als Vitamin C ist Vitamin E in der antioxidativen Kraft. Noch besser als das sind Tropenbeeren. In Tropenbeeren habt ihr auch eine sehr hohe antioxidative Kraft drin. Goji-Beere, Mangostan oder Mangosteen, je nach Aussprache, dann die Acai-Beere, das sind Aronia-Beere, die aus den Tropen kommen. Das sind die Dinge, wo ihr das drin findet, eine hohe antioxidative Kraft. Eine noch höhere antioxidative Kraft findet ihr in der Schale von den Erdnüssen. Dieses kleine, nicht die Schale, sondern dieses kleine rote Häutchen, was ihr immer abpult und wegschmeißt. Ab jetzt macht ihr das anders. Ab jetzt schmeißt ihr die Erdnuss weg und esst nur dieses rote Häutchen. Da ist also was Antioxidatives drin, das haut richtig hin, das ist gut. Dann habt ihr die Möglichkeit, Wein zu trinken. Macht das ab und zu mal jemand von euch? Nicht so, okay, also alles Anti hier. Wer denn Wein trinkt, der weiß, dass im Wein auch etwas Antioxidatives drin ist. Und das ist mit eines der Gründe für das sogenannte französische Paradoxon. Dass die Franzosen, obwohl sie üppig essen und manchmal auch Dinge essen, die eigentlich zu einem Herzinfarkt beitragen sollten, dass die eigentlich gesünder sind insgesamt, weil sie etwas zu sich nehmen, das antioxidativ wirkt. Und das ist im Rotwein drin. Das ist jetzt hier nicht, dass ihr anfangen sollt, Rotwein zu trinken, weil ihr das ja noch nie gemacht habt. Sollt ihr jetzt damit bitte nicht anfangen. Es gibt da noch eine Steigerung von. Diese Steigerung ist die kleinen Kärnchen, die in den Trauben drin sind. Wenn ihr die kleinen Kärnchen nehmt, da habt ihr die wunderbare antioxidative Wirkung drin. Also nächstes Mal bitte Weintrauben kaufen, Trauben aufmachen, die Kärnchen rauspulen, Traube wegschmeißen und die Kärnchen schlucken. Dann habt ihr das Optimum an antioxidativer Kraft. Und dieses, was da drin ist, heißt, oder die Stoffe, die antioxidativ da drin wirksam sind, heißen Oligomere Proanthocyanidine. Könnt ihr das wiederholen? 3 Glas Wein und ihr könnt das auch aussprechen. Kurz OPC. Jetzt haben wir noch mehr Licht mal hier. Ne? Ach so, Mensch, ich bin gerade erst warm geworden. Oh. Ja. Ah. So, OPC heißt also der Stoff, der da drin ist. Und wie kann das anders sein, als dass da ein mir bekannter Arzt, den ich sehr gut kenne, ein Buch drüber geschrieben hat. Arginin, OPC und Entsäuerung. All das, was ihr eben gehört habt, nochmal in gebundener Form als Softcover-Buch, gibt es vorne kurz neben dem Eingang. Dort könnt ihr dieses Buch erwerben. Für diejenigen, die nicht mehr so ganz lesen mögen, wir sind ja in einer Gesellschaft der Lesefaulen, gibt es das gleiche als Hörbuch. Da habe ich das ganze Buch auf 2 CDs drauf gesprochen. 218 Minuten könnt ihr mich dann nochmal hören. So, also das gleiche dort. Wer das Gefühl hat, dass er nicht mehr so der fitteste ist und der gesündeste ist und so weiter, für den wäre dieses Buch vielleicht etwas. Weichei Mensch. Auch ein Autor, den ich sehr gut kenne, der das geschrieben hat. Weichei Mensch. Das ist eine kleine Geschichte von einem Jungen, der ein bisschen so die Skurrilitäten des menschlichen Daseins erfährt und einige Dinge erfährt. Ganz niedlich zu lesen. So, dann wie gesagt das Chlorophyllbuch und dann das Arginin-Buch gibt es vorne am Tresen. Dort könnt ihr diese Bücher erwerben. Ich habe schon das Signal bekommen, ich bin fertig mit meinem Vortrag. Ich darf jetzt hier nicht weiter erzählen, deswegen muss ich hier einen Cut machen. Also es tut mir leid, könnte noch das Thema ein bisschen ausweiten, aber ich komme noch mal wieder, keine Sorge. Herzlichen Dank soweit, schön, dass es euch gibt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke. Dankeschön.